Was jetzt kommt, ist eine Meinung, meine Meinung. Also genmanipulierte Lebensmittel, ich weiß es nicht, ist schon nicht mein Ding, aber vom World Economic Forum, das ist von der Seite wef.ch, so dass man es also auch in Deutsch lesen kann, wenn man möchte, man kann es auch übersetzen lassen, kommt, das ist das erste Ribeye Steak mit einem 3D-Printer hergestellt. Könnt ihr euch ja dann angucken, verlinke ich nicht, ist ja alles offiziell sichtbar. Gar kein Problem. Genauso auch von dieser Seite wahrscheinlich, denn das Format passt. Ja, das ist ein 1 zu 1 Format, wie so ein Quadrat von dieser Frau Amy Webb. Wir haben bereits in diesem Jahr begonnen, etwas davon zu sehen, also von diesen DNA-Manipulationen. Bei den Covid-19-Impfstoffen wird ein manipulierter Code in Form von Boten-RNA verwendet und so weiter und so fort. Also ihr könnt euch dieses Video angucken. Das verlinke ich, das ist nicht so leicht zu finden. Herzlichen Glückwunsch. Und wer bei Google, bei YouTube eingibt WEF, der findet auch diese Seite World Economic Forum. Sehr interessante Sachen. Und wenn man Biotechnology in dieses Lupenfenster eingibt, da muss man draufklicken und dann das eingeben. Dann findet ihr zum Beispiel auch dieses Stück Video. Und bloß mal ganz schnell, wer sich das übersetzen lassen möchte, der geht auf Untertitel, macht die an und geht gucken und dann bei Untertitel automatisch erzeugen und dann nach Übersetzung gucken auf Deutsch. Und dann sieht man zum Beispiel auch, ja, da spricht diese Frau, diese Jennifer Doudna, Technologie, um Veränderungen bei Menschen vorzunehmen. Damit, ich darf das ja nicht abspielen. Es geht ja letzten Endes auch, damit wir Krankheiten mit genetischen Ursachen und so weiter und so fort bekämpfen können. Ja, gut. Ich finde, obwohl ich nicht an den lieben Gott glaube, aber im übertragenen Sinne Gott bzw. Natur ins Handwerk zu pfuschen, das geht nicht. Na dann, haltet euch in den Kommentaren zurück. Nicht übertreiben. Weil sonst muss ich das wieder stilllegen. Es gibt beim letzten Mal ging das schon wieder los, da kommen dann irgendwelche Spinner, die denken, an irgendwelchen Mist reinkopieren zu müssen. Da lief das Video noch 1,5 Minuten und da war schon der erste Text von ungefähr 50 Zeilen reinkopiert. Macht euren eigenen Kanal, wenn ihr so einen Kram verbreiten wollt, was ihr da verbreitet. Mag ja sinnvoll sein in euren Augen und vielleicht auch in meinen Augen, aber ich will das hier nicht. Okay? Einen schönen Abend, also. Dieses Video hier, ja, schreibt vorsichtig eure Meinung rein. Alles klar? Es würde euch nicht gerade erfreuen. Nicht unbedingt. Na dann, einen schönen Abend und einen schönen Wochenstart. Tschüss.